Und so Stinktiere kommen normalerweise in Nordamerika oder auch Alaska vor und fressen draußen in der freien Wildbahn kleine Insekten oder kleine Tiere oder Vögel oder Eier. Also hauptsächlich tierische Nahrung. Und hier im Zoo bekommen sie auch natürlich hier die kleinen Eintagsküken, Mäuse, Insekten, teilweise auch Fleisch oder Katzenfutter, allerdings in geringen Mengen. Aber sie bekommen hier im Zoo halt auch ein bisschen Gemüse, um den Speiseplan halt komplett zu machen. Die Stinktiere sind dämmerungsaktiv und halten sich größtenteils dann auch in selbstgebuddelten Bauten auf. Und durch das Buddeln oder die Zeit, die sie da verbringen, finden sie halt da unter der Erde auch viele Insekten. Sie haben richtiges Raubtiergebiss, das heißt, sie können also auch richtig kräftig zubeißen, um halt auch kleine Säugetiere oder kleine Vögelchen zu erbeuten. Und finden natürlich in der Erde auch so ein paar Knollen. Und das ist dann das Gemüse, was sie hier im Zoo von uns kriegen. Ja, also so ein normal gefärbter Streifenskunk hat halt an den Seiten zwei richtig schöne dicke Streifen, schwarz. Dann kommen zwei helle Streifen und in der Mitte gibt es wieder einen dunklen. Aber bei den Stinktieren ist es wie bei den Menschen, die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und die beiden haben aber einen größeren Weißanteil. Und dann gibt es auch ein, zwei, die perfekt gefärbt sind, also richtig aussehen wie so ein richtiger Streifenskunk. Oder braune Stinktiere oder halt welche, die in dem schwarzen Streifen unten noch weiße Flecken haben. Also es ist immer individuenabhängig, wie die gefärbt sind. Ja, wenn die Stinktiere drohen, also kurz bevor die ihre Stinkdrüsen benutzen, stellen die halt ihren Schwanz auf und der wird dann richtig buschig. Also man denkt, die Stinktiere sind dann immer einen Meter größer als normal. Und dann fangen die an, mit den Vorderfüßen zu klopfen auf dem Boden und das ist schon das eigentliche Drohen. Und alle Feinde oder auch Fremde, die darauf nicht reagieren, kriegen dann den vollen Gestank zu spüren. Die können mit ihren Drüsen, also die klopfen dann und stellen sich auf die Vorderbeine und machen den Popo so hoch, dass sie gezielt 4 Meter weit, eigentlich gezielt auf die Schleimhäute des Feindes, ihr Sekret absondern können.